Hallo und herzlich willkommen bei Dartsliebe. Ich bin Ben und ich habe heute für euch die Unicorn Yellow Klassen Code Spieler Darts. Die Steel Darts haben 90% Tungsten und es gibt sie in den Gewichten 22 und 24 Gramm. Die Soft Darts haben 70% Tungsten und es gibt sie in einer 20 Gramm Version. Preislich fängt dieses Set Darts bei 95 Euro an. Sie kommt wieder in dieser typischen Sammlerbox. Und was hier genau drin ist und wie die Darts aussehen, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei! Die Yellow Klassen Code Player Flights kommen hier in dieser klassischen Code Sammlerbox. Hier vorne auf dem Schieber ein bunter Code Schriftzug und auf diesen Schnörkeleien erkennen wir hier einen Morsecode, den wir später auch auf dem Barrel sehen werden. Hier vorne auf dem Aufkleber erkennen wir, wir haben hier die 22 Gramm Version. Es gibt einen garantierten Gewichtsunterschied, der nicht größer ist als 0,1 Gramm. 90% Tungsten und die Unterschrift von Yellow Klassen. Auf der Rückseite das typische Verpackungsgedöns und Hinweise auf die Social Media Kanäle von Unicorn. Wenn wir diesen Schieber jetzt abziehen, haben wir jetzt hier diese klassische weiße Box, auch hier mit den bunten Lichteffekten auf der Box. Und wenn wir es jetzt aufmachen, erkennen wir hier auch schlicht bunt gehalten, auch hier wieder im Hintergrund dieser Morsecode. Und hier rechts haben wir eine Inlay-Karte zum Herausziehen. Dort haben wir einen kleinen Text mit Informationen über den Spieler, in diesem Fall Yellow Klassen. Wenn wir hier das herausholen, sehen wir die Darts. Und wenn wir das nochmal herausholen, sehen wir den kompletten Inhalt. Es kommen vier Paar verschiedene Flights. AR Typ 1, AR Typ 2, Standard und Diamond Flights. Da könnt ihr etwas ausprobieren. Und wir haben nochmal Ersatzgripper 4 und sogar Aluschäfte, dass ihr etwas experimentieren könnt. Die Darts kommen klassischerweise mit 26 mm Smoothpoint Spitzen in Schwarz gehalten. Das Barrel ist relativ kurz, typisch für Yellow Klassen. Dieses Barrel bezieht sich auf die Yellow Klassen Phase 2 Darts. Allerdings das Barrel hier dann doch komplett abgewandelt mit einem komplett anderen Gripverfahren. Hier im vorderen Bereich, wo das Barrel spitz zulaufend ist, haben wir diesen Code Grip mit dem Namen Klassen als Morsezeichen. Dann hier etwas vor dem mittleren Bereich, nicht genau in der Mitte, sondern etwas davor, haben wir eine kleine schwache Griffmulde, die nicht wirklich tief ist, aber man hat hier doch einen Anhaltspunkt. Und die hintere Hälfte des Barrels auch nochmal ein Doppelringgrip. Alles relativ schwach gehalten, aber doch griffiger als die Phase 2 Version von Yellow Klassen. Und natürlich erkennbar das bunte Design der Code-Spielerreihe. Wir haben hier hinten noch den Unicorn-Schriftzug. Und die Darts kommen mit transparenten Gripper 4 Schäften und eben hier den AR Typ 1 Flights, die ihr auch noch wechseln könnt, wie in der Box schon gesehen. Das erste Barrel wiegt 22,23 Gramm. Das zweite Barrel 22,19 Gramm. Und das dritte Barrel 22,18 Gramm. Bei der Länge des Barrels haben wir 45,7 mm und der Durchmesser beträgt 7,0 mm. Und damit ab ans Board. Thank you.
Das waren für euch die Unicorn Yellow Glass & Code Spielerdarts, wie immer in dieser schicken Sammlerbox. Sehr schön ausgearbeitet, viel Zubehör mit dabei. Die Darts sehen wirklich schick aus, angelehnt an die Phase 2 mit deutlich mehr Grip als die Phase 2. Negativ zu bewerten, bei den Phase 2 war in der Sammlerbox noch das Original L-Style Spieler Setup mit dabei. Das fehlt mir hier in dieser Version. Ich denke, hier möchte Unicorn Werbung machen für die neuen Fly-Typen AR Typ 1 und Typ 2. Wie immer ein schickes Set Darts von Jelle Klaassen. Mir gefallen diese Darts unglaublich gut. Leider liegen sie mir persönlich und meinem Wurststil nicht wirklich. Wenn ihr Fragen und Meinungen zu diesen Darts habt, schreibt in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert unseren Kanal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.